So populär ist das Thema Euro-Rettung in Deutschland. Glauben Sie es nicht, in Deutschland so populär, auch in Frankreich, Italien oder Finnland, genauso wenig populär. Ja. Es kommen laufend solche Bilder rein, die Merkel-Milch, wie lange reicht sie noch? Solche Sachen. Es kommen auch wildere Bilder rein, so mit aufgehängten Schäuble und ähnlichen Dingen, die bringe ich nicht. Bringe ich nicht derzeit nicht. Kommen auch rein. Wie gesagt, die letzte Rettung war einmal laut aus Deutschland, nur die Deutschen glaubt man wirklich, und die Kreditwürdigkeit. Bei Frankreich zweifelt man sich schon an, Italiener und Spanier können sowieso nicht. Nur die 6 AAA-Staaten können überhaupt. Deutschland, Frankreich, Österreich, Finnland, Niederlande, Luxemburg. Alle anderen sind sowieso draußen, haben kein AAA. Wenn Frankreich das AAA verliert, bricht das Ganze zusammen. Wie gesagt, alle möglichen Sachen werden überlegt. Aufstock auf 2 Billionen Euro, Rettungsschirm des ESM, das praktisch die Souveränität der Euro-Mitgliedstaaten in Finanztätigen komplett aufgibt. Ich glaube, das wird nicht durch die Parlamente gehen. Wurde auch nicht in Deutschland. Und total unpopulär. Wie gesagt, im Endeffekt, man möchte nicht für ein fremdes Volk zahlen. So einfach ist es. Die einzige Lösung ist Ausstieg durch die Zahler. Deutschland, Frankreich, Niederlande, Österreich müssen raus. Das ist eh schon vorbereitet. War das ein Fehler? Spanien ist ja wieder Ort zu reißen, wenn die auch das brauchen. Sie haben sicher gehört, das Kuriosum, wie schlecht es den spanischen Banken von diesen Krachers, des Sparkassen geht. Da haben sie diesen Fußballspieler Ronaldo, der EZB, als Pfand angeboten für Lohnkredite. Das war die frühe Kracher Madrid, die hat dem Real Madrid einen riesen Kredit gegeben, um Spieler zu kaufen. Und nur ein an der Caja Madrid, die ist jetzt in dieser Bank hier aufgegangen. Und die wurde es weitergeben, Ronaldo weitergeben an die EZB. Ja. Wer weiß, was er doch alles daher bringen soll. Das ist ein direkt zum Verpfänden, keine Ahnung. Sehen Sie, so mies ist das ganze System im Endeffekt. Wichtig ist, Griechenland, Portugal sind rettbar, Spanien, Italien sind nicht rettbar, dass sie so groß sind. Jetzt ist es aber alles soweit. Sobald ein Zins auf 10% steigt, ist es soweit. Ich denke, dass, wie gesagt, wenn die Panik kommt, Wertverlust 50% in Dollar und vor allem in Franken, in einem Tag. Gold steigt auf 5000 Dollar oder Euro in kurzer Zeit, auch in einem Tag vermutlich. Fliegt alles Europapier in Bahn auf den Markt, so wie am 7. Mai 2010 die Deutsche aussteigen wollte. Wir werden sehen, es kommt. Und keine Importe für Euro mehr möglich. Ich habe aber schon erzählt, was kommt nachher? Nach dem Krieg ist der Euro wegreichen, auch der US-Dollar. Das Pfund, Yen und so weiter. Das ist alles nur Papier. Gleichmäßig primär über Gold, das ist neue Geld sein wird. Die Gold- und Realgüter. Und Papiervermögen werden groß wechseln, und Aktien, wenn die Börsen geschlossen sind, haben immer wenige Prozentwert, so wie ähnlich 2008 in Island oder in Ukraine später, etc. Banken sind zu, nur mit minimaler Rechnung sind möglich. Arbeitslosigkeit explodiert, 50% Firmen sparen reinweise zu. Weil sie keine Kredite mehr bekommen, weil sie keine kaum Überweisungen machen können. Versorgungsprobleme, keine Importe mehr. Deutschland ist es besser dran, Deutschland kann immer noch die Importe über Exporte bezahlen, wo die Exporte massiv einbrechen werden. Immer besser sind sie, die Big-Staaten wie Portugal dagegen, sie zerfallen zu Staub im Vergleich zu Deutschland. Sie haben einen Crash am Finanzmarkt bei Immobilien, bei Aktien. Das ist Hyperinflation im Supermarkt. Da kommt UNO, Revolution etc. Wie in Argentinien 2002. Dann kommt die echte Depression, wo die Anspruchsgesellschaft auch abgebaut wird.
Wie gesagt, am Ende wird dieses Jahr kommen, so einer meiner Patronisten hat das gemacht. Wir werden schon vor, wie gesagt, wie die ausschauen wird, wird sie zeigen. Und ohne Staat, ohne Abbau und Überbau von Straßen und Straßenbahnkot wird es keinen richtigen Neubeginn geben. Wie gesagt, die neuen D-Mark sollen ähnlich ausschauen wie die alten, mit kräftigeren Farben, mit neuen Sicherheitsmerkmalen. Die ist schon gedruckt. Auch die müssen sie geprägt. Lagert alles in Zentrallagern, noch nicht in den Bankfilialen. Die Computer sind schon groß herumgestellt, beispielsweise Saftstellen bei Tankstellen. Unten zeigen sie an, D-Mark oben vom Geber Euro. Und solche Sachen. Ich sage, damit das passiert, wird jeder Huhn, jeder Staat, jeder Huhn im Bann versuchen, eine nationale Lösung zu suchen. Eine Währung einführen. Wie gesagt, wer es kann, hat ein Glück. Wer nicht kann, der muss dann mit dem Rest Euro übrig bleiben. Sehen Sie, bei jeder Währung, von mir 1948, das war von 1948 das Bild, immer verliert die Sparer. Immer so. Und wir bekommen so einen Haircut. Wurde der Sparer scharf wird abgeschnitten. So. Der wird in Währungsreform immer geheim vorbereitet, wie damals, 1948. Damals war es so, die Hände an die Ware zurückgehalten. Warum? Im Gewusst kommt ein neues Geld. Das Sparer scharf, wir haben nicht geglaubt. Da ist sie gekommen. 40 Mark konnte man einzeln umtauschen von Reismark. Und dann später mehr. Wie gesagt, größte Teil der Geldanlage ist schon weg. Die Werkstattform ist nur die Schuhe. Wo sind die Geldanlage geblieben? Etwa in amerikanischen Subprimes, CDOs, Mistpapieren. So. Bei der IKB beispielsweise oder bei der Elbo Real Estate. So. In Osteuropäischen Ratenkrediten sind bei Österreich der Fall. In griechischen Staatsanleihen kommt nichts mehr zurück, wenn Sie sicher sein. Spanische Hypotheken kommt genauso wenig zurück. Oder britische Kreditkartenschulden zahlen auch nicht im Endeffekt. Oder Islands Pleite Banken sind die Zentrale ins Ausland, wissen wir inzwischen. Oder eigene Autolesenkrediten. Über 90% von Audi und BMW sind leasingfinanziert. Ich kann sagen, 2009 wurde in Lettland massiv Autos eingezogen und ins Ausland exportiert. Meistens. Wird hier auch passieren. Wie gesagt, bis hat der Politik versucht, das Gestell rauszuschieben. Aber dann kommt es. Wo sind die Sparlagen geblieben? Hier, sehen Sie. Auf den Müllhallen der Pits. Ja, griechisch Müllhalden oder spanisch Müllhalden, aber auch deutsch Müllhalden, so. Und die Hartz-IV-Empfänger in Müll wegwerfen. Das heißt, diese Kredite sind Non-Safe-Liquidität, liquidieren sich nicht von selbst. Die muss dann entweder der Sparer abschreiben. Dagegen Firmenkredite, die für positive Investitionen eingesetzt werden, das sind Safe-Liquidität. Die neue Produktion zahlt den Kredit zurück. Das ist ganz anderes. Heute haben wir nur Spekulationskredite und Konsumkredite. Die müssen alles abgeschrieben werden. Das ist Wahlproblem des Euro. Wahlproblem? Wir, alle Staaten im Norden quasi, haben Griechen, den Portugiesen und andere Kredite gegeben, die wir konsumiert haben. Wir haben sie jahrelang gefüttert. Jetzt geht das zu Ende. Es soll dort starten, denen noch mehr Geld geben. So. Wie gesagt, ist alles weg. Hier sind sie verschwunden. Der Euro ist tot, kann ich sagen. Im Endeffekt dann wird ein neuer Großstandard kommen müssen, wie hier vor 100 Jahren ungefähr. Nur goldgedecktes Geld wird akzeptiert werden. Ich werde sehen. Die Depression. Wichtig ist eines hier: Gold wird
10, 50, 20, 100-fache steigt. Genau, wer wissen wir noch nicht. Lebensmittel, Energie werden mitsteigen. Essentielle Güter. Um ein Drittel oder ein Viertel und die Hälfte der Geschwindigkeit. Dagegen, Finanzwerte werden viel billiger werden. Über Finanzwert wird Gold mit 30 bis 200-fache steigen. Die illiquide Sache umso mehr. Das Immobilien etc. sind sehr illiquid. Auch Firmen. Kriegen Sie da nicht mehr los. Rechnen ab 10.000 Dollar pro Unze, Feinunze, wird die Masse versuchen, auch ins Gold reinzukommen. Wenn es über den Gold bekommt, wird es zu teuer sein, wird es eigentlich nur Silber bleiben. Und für Hausanwohner, wenn sie bekommen, wird so viel Gold, Silber in Deutschland, 5 Unzen Gold. In den USA 2 Unzen, in Spanien für 1 Unze Gold. In Portugal für die halbe vermutlich. Wer kein Geld hat. Alle Geld zum Essen brauchen. Okay, das war eine Übersicht. Was kommen wir? Kann ich nur sagen. Ich bin ein Revolutionär der Geldtasche. Ich kann eines sagen. Politisch gesehen, wenn der Herrgott kommt bei den Sparen, wenn die meisten Sparguthaben weggeschnitten werden, also 3.000 Euro zum Beispiel, dann wird es eine Volkswut geben. Ich möchte kein Banker oder auch kein Politiker sein. Das sind sehr gefährliche Jobs. Und dann wird es auch keinen Euro mehr geben. Sie werden sehen, aber wieder Geschichte sehen, und zwar eine Gemeinschaftswährung, dieser Euro wird dann für mindestens eine Generation Geschichte sein. Nach den schlechten Erfahrungen. Der Politiker wird eines machen, die werden Sündenböcke suchen, die neue Politiker. Die werden Schuld auf Euro schieben und auf Sündenböcke wie die alten Politiker, die Moslems und so weiter. Das tun sie immer. Wir werden sehen. Eine Generation wird es keine Gemeinschaftswährung mehr geben. Alle Leute werden davon genug haben. Okay, jetzt können wir die Diskussion eröffnen.